Liebe Tageszeitnehmer, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Und hier. Und herzlich willkommen an alle, die sich jetzt über YouTube dazugeschaltet haben. Wir machen noch mal kurz einen Check, ob es auch wirklich funktioniert. Kein Ton? Jetzt? Ja. Okay, es scheint zu funktionieren. Dann können wir jetzt weitermachen. Ich darf vorstellen, Eva Maria Gomes von der Technischen Hochschule Köln. Eva macht Content auf TikTok unter dem Handle Energiewende erklärt. Und das sagt auch schon, was sie macht auf TikTok. Sie erklärt nämlich die Energiewende und möchte heute aber eine Metaperspektive auf genau diese Tätigkeit werfen. Sie wird vortragen zum Thema interaktive Wissenschaftskommunikation zur Energiewende auf TikTok. Eva, du hast das Wort. Vielen Dank, Simon. Ich warte mal kurz, bis alles im Vollbild ist. Super. Vielen Dank. Ja, mein Vortrag heute ist inspiriert durch einen Kommentar, was ich auf TikTok bekommen habe. Und zwar, das ist Forschung. Und heute geht es um die interaktive Wissenschaftskommunikation zur Energiewende auf TikTok. Mein Name ist Eva Maria Gomes, auf TikTok und Instagram Energiewende erklärt. Ich habe erneuerbare Energien studiert, im Bachelor und im Master, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in Köln, bin aber auch Doktorandin an der Uni Luxemburg zum Thema Simulation von bifazialen Photovoltaikanlagen in Abhängigkeit der Albedo. Das muss niemandem was sagen, darum geht es heute auch nicht, aber klingt gut, deshalb dachte ich, nenne ich es mal. Und mache seit letztem Jahr Juni Wissenschaftskommunikation auf TikTok zur Energiewende. Heute geht es um die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation zur Energiewende auf TikTok, dann um meine Zielgruppe, die ich gerne erreichen möchte und auch teilweise erreiche, um die Möglichkeiten, die TikTok uns zur Wissenschaftskommunikation bietet, um meine Formate, aber auch Herausforderungen. Und ich tease ein bisschen die Ergebnisse zu einer Studie an, die ich mit Claudia Frick gemacht habe, die hier vorne sitzt, die allerdings noch nicht ganz fertig ist, aber ich würde gerne ein paar Ergebnisse vorstellen. Und dann schließe ich noch ab mit einer Zusammenfassung. Die Bedeutung der Wissenschaftskommunikation zur Energiewende. Wir sind gerade in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien und da ist es besonders wichtig, wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Energiewende zu verbreiten und Menschen auch eine Plattform zu bieten, wo sie sich miteinander austauschen können. Genauso ist es wichtig, neue Zielgruppen zu erreichen mit wissenschaftlichen Inhalten, die wir bisher mit der Wissenschaft kaum erreichen konnten. Meine Zielgruppen sind dreigeteilt. Das ist einmal die Generation Z, die interessieren sich eh meistens schon sehr für die Energiewende. Dann auch die aktuelle EntscheiderInnen-Generation, also Personen, die schon in Berufen sitzen, wo sie was entscheiden können. Aber auch die GegnerInnen der Energiewende. Und die sind für die Wissenschaft sehr schwierig zu erreichen. Und das ist halt die Frage, wie erreicht man die? Das ist eine Zielgruppenanalyse von meinem Account von vor ein paar Tagen. Und ich bin immer wieder überrascht, weil man von außen immer gespiegelt bekommt, mit TikTok erreicht man ja die jungen Leute. Das ist bei mir gar nicht so. Aus irgendeinem Grund erreiche ich die jungen Leute auch, aber nicht maßgeblich, sondern bei mir ist diese EntscheiderInnen-Generation und auch die GegnerInnen der Energiewende, die sind sehr präsent. Damit die Energiewende durchgeführt werden kann, brauchen wir eine Akzeptanzpolitik. Das bedeutet, wir brauchen eine stärkere Befürwortung und mehr Unterstützung von der stillen Mehrheit, die sich nicht so viel zur Energiewende äußern, aber auch von dieser sehr lauten Gegnerschaft der Energiewende. Wie haben wir die bisher erreicht, die BefürworterInnen und die GegnerInnen der Energiewende? Hauptsächlich auf Veranstaltungen oder Versammlungen. Das haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Auf lokaler Ebene gründen sich ja oft Verbände, zum Beispiel gegen einen Windpark, der gebaut werden soll. Da gibt es dann Veranstaltungen. Dann erreicht man die natürlich im privaten Umfeld. Das sind bei mir so die klassischen Familienfeiern, wo ich immer gefragt werde, aber mit 100% erneuerbaren Energien geht uns da nicht das Licht nachts aus und so weiter. Oder halt in den sozialen Medien. Da war es aber bis zu TikTok bei mir so, dass die BefürworterInnen und GegnerInnen sich sehr in ihren eigenen Kreisen getroffen haben und nur dort diskutiert haben, zum Beispiel geschlossene Facebook-Gruppen.
So, wie versuche ich das Ganze jetzt anzugehen? Ich habe aktuell 4 Formate auf TikTok. Das ist einmal Fragen zur Energiewende. Da stellen mir Personen Fragen in den Kommentaren zur Energiewende und ich beantworte die mit einer Videoantwort. Dann in meinem zweiten Format stelle ich Forschung zur Energiewende vor oder lade andere Forschende ein, ihre Forschung zur Energiewende vorzustellen. Dann gibt es das Format Paper Bites, wo Forschende ihre Veröffentlichungen im Bereich der Energiewende vorstellen. Und neueres Format auf meinem Kanal ist Mythen der Energiewende, wo ich versuche, Mythen aufzulösen und zu schauen, ob die stimmen oder nicht. Ich habe heute mal 2 Beispiele mitgebracht, weil sie bestimmt nicht alle meine TikToks kennen. Das erste Beispiel ist aus der Kategorie Fragen zur Energiewende. Versuche es mal zu starten. Können Wechselrichter zur Frequenzstabilität beitragen? Unser Stromnetz muss ja immer gleichzeitig so viel Leistung erzeugt werden, wie auch verbraucht wird. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann drehen die Generatoren in den Kraftwerken etwas schneller, wenn sie weniger belastet werden, oder etwas langsamer, wenn sie stärker belastet werden. Und dementsprechend ändert sich die Netzfrequenz. Nun ist die Frage, was wird sich aber ändern, wenn jetzt über kurz oder lang nicht mehr so viele zentrale Kraftwerke einspeisen, sondern dezentrale Erzeuger, die meistens über einen Wechselrichter einspeisen? So ein elektrischer Wechselrichter hat keine Strommasse, die dann für die ersten Sekunden Energie liefert. Und deshalb fragen sich viele Leute, das ist der Punkt, warum wir keine 100% erneuerbaren Energien erreichen können. Also zusammengefasst, können wir Kohlekraftwerke abschalten oder brauchen wir die Strommasse der Generatoren für das Stromnetz? Gute Nachrichten, moderne Wechselrichter können mittlerweile eine virtuelle Strommasse erzeugen. Deshalb brauchen wir nicht mehr zwingend die Strommasse der Generatoren von zentralen Kraftwerken. Windkraftanlagen können sogar ihre Motoren als Strommasse benutzen, wenn der Wechselrichter modern genug ausgestattet ist. Also nochmal zusammenfassend, Wechselrichter können auch ihren Teil zur Netzfrequenzstabilität und zur momentanen Reserve beitragen. Ich stelle jetzt keine Fachfrage, das Fachliche ist gar nicht so wichtig in diesem Fall. Aber wir haben gesehen, das war eine sehr fachliche Frage und auch eine sehr fachliche Antwort. Und die Zielgruppe waren ja eher Befürworter in der Energiewende, weil die stellen meistens solche fachlichen Fragen. In dem Fall, die Audioqualität war nicht gut, ich bin spazieren gegangen, es war viel Wind, trotzdem haben sich das 35.000 Leute angeschaut mit 228 Kommentaren. Das müssen wir uns jetzt mal merken, 35.000 und 230 Kommentare. Bei solchen Videos kommen oft sehr positive Kommentare, also die Leute freuen sich über Faktenchecks oder auch über die fachliche Einordnung und einfach was dazu zu lernen. Jetzt schauen wir uns ein zweites Video an, das ist jetzt nur ein Ausschnitt aus einem Video aus meiner neuen Reihe Mythen der Energiewende. Hier geht es um den Mythos, klauen Freiflächen Photovoltaikanlagen und den Platz für Lebensmittel. Heute schauen wir uns den Mythos an, ob Freiflächen für Photovoltaikanlagen unsere Lebensmittel den Platz wegnehmen. Ja, es stimmt, Freiflächen für Photovoltaikanlagen werden mittlerweile auch da angebaut, wo früher Lebensmittel angebaut wurden. Um das Thema aber weiter zu verstehen, sollten wir uns mal anschauen, wie viel Prozent der Ackerfläche in Deutschland aktuell für Tierfutter, für die Stromproduktion und für Lebensmittel verwendet wird. Aufgrund 60% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland werden Futtermittel für Nutztiere angebaut. Und nur auf 1% werden Obst und Gemüse angebaut. Wir sind aktuell auf 2% und 18% werden für Energiepflanzen genutzt, die hauptsächlich für Biodiesel, Bioethanol oder Biogas verwendet werden. Diese Reihe Mythen der Energiewende spricht hauptsächlich die stille Minderheit, die ich eben genannt habe, und auch GegnerInnen der Energiewende an. Das sieht man ganz gut im Verhältnis von den Aufrufen zu den Kommentaren. Hier sind 10-mal weniger Aufrufe, 3.800, aber trotzdem 116 Kommentare. Und diese Kommentare haben auch die Studie gefüttert, die ich jetzt gleich vorstelle. Dazu würde ich gerne Triggerwarnung setzen für die nächste Folie. Ich zeige jetzt ein explizites Hasskommentar. Ich werde es nicht vorlesen und ich sage, wenn die Triggerwarnung wieder vorbei ist. Genau, hier sind 3 Beispiele, die Sie sich durchlesen können zu Hasskommentaren, die ich regelmäßig auf meinem Kanal bekomme. Und diese Hasskommentare haben auch unsere Studie motiviert. Ich habe mir natürlich überlegt, möchte ich das überhaupt weitermachen, wenn ich mir sowas jeden Tag durchlesen muss? Und dann zusammen mit
Professorin Claudia Frick. Ich überlegt, wie gehen wir damit um? Und dann dachte ich, was mache ich denn den ganzen Tag? Wissenschaft. Also machen wir daraus eine Studie und schauen uns mal an, wo kommt der Hass eigentlich her? Triggerwarnung vorbei. Genau, das ist unser Studiendesign. Wir haben Daten auf TikTok auf meinem Kanal erhoben über 12 Videos und haben jeweils nach 96 Stunden die Kommentare exportiert. Diese Kommentare haben wir dann eingeteilt in problematisch und unproblematisch und in relevant für die Studie oder irrelevant für die Studie. Irrelevant sind zum Beispiel Kommentare, die Second Level sind, also ein Antwortkommentar auf ein anderes Kommentar, was sich nicht auf mich bezieht oder auf den Inhalt des Videos, sondern auf den anderen Kommentargeber oder Kommentargeberin. Diesen Kommentaren haben wir dann Aktionen zugeteilt, angesprochene Personen und Gruppen, und wir haben die Inhalte der Kommentare analysiert. Von 1.326 analysierten Kommentaren waren 41% problematisch, und von der Gesamtmenge von den 1.326 waren 32% problematisch und relevant für die Studie. Die ausgeübten Aktionen, die wir eingeteilt haben, waren zum Beispiel Beleidigungen, Ablenken, Vorwürfe, Erklärung, Ironie, Propaganda oder auch Ergänzung. Die angesprochenen Personen, teilweise wurde meine politische Meinung angesprochen, meine Expertise, Integrität, Forschungsintegrität oder auch die ganze Person. Bei den Inhalten gab es das allgemeine Fachgebiet, das allgemeine Thema, aber auch der größere Kontext, politische Dimension oder wirtschaftliche Dimension. Unser Ziel der Studie war und ist es, qualitative und kritische Diskursanalyse durchzuführen durch induktive Kategorienbildung, um Aktionen gegen WissenschaftskommunikatorInnen besser einzuordnen, am Beispiel der Energiewende. Nochmal eine Triggerwarnung für die nächsten zwei Folien. Ich zeige jetzt hier nochmal zwei Beispiele für Hasskommentare. Um etwas klarer zu erklären, wie wir Kommentare eingestuft haben, habe ich hier zwei Beispiele mitgebracht. Das ist das erste. Hier sehen wir Ablenkung, also Derailing, aber auch einen Vorwurf und eine rhetorische Frage. Die angesprochene Person bzw. Gruppe ist die generelle Forschungsintegrität und es geht um das allgemeine Thema der Energiewende. Hier ist das zweite Beispiel. Hier haben wir eine Beleidigung, gleichzeitig aber auch eine Diskreditierung, Ablenkung und Vorwurf. Hier wird nicht nur die Forschungsintegrität, sondern generell meine Integrität angesprochen. Hier geht es aber nicht mehr nur um die Energiewende, sondern um den ganzen größeren Kontext. So, Triggerwarnung ist vorbei. Das sind die vorläufigen Ergebnisse der Studie zur Klassifikation der Aktionen. Zu 16% gab es Vorwürfe in den analysierten Kommentaren, zu 15% Erklärung und Mansplaining und zu 11% ein Kompetenzabsprechen. Schauen wir uns mal die angesprochenen Personen bzw. Gruppen an. 55% der analysierten Kommentare haben eine Expertise in Frage gestellt, 24% die Forschungsintegrität und 13% die politische Meinung. Und zu den Inhalten, 66% haben das Thema allgemein angesprochen, 19% den größeren Kontext und 9% die politischen Dimensionen. Hier hatte ich zum Beispiel mehr damit gerechnet, dass ein wiederkehrendes Thema öfter auftreten würde, wie zum Beispiel die letzte Generation. Dem war aber nicht so. Und das werden wir ja noch weiter untersuchen. Trotz dieser ganzen negativen Kommentare, werde ich persönlich Wissenschaftskommunikation weitermachen. Und mich motiviert sehr, dass es einige Studien dazu gibt, dass Wissenschaftskommunikation auf die kognitive Einstellung und gesteigertes Interesse generell an Wissenschaftsthemen wirkt und dass Wissenschaftskommunikation auch das Handeln der Einzelpersonen prägt und Entscheidungen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Zusammenfassend, ich sehe ein Riesenpotenzial in Wissenschaftskommunikation auf TikTok, trotz dieser negativen Kommentare. Besonders für uns in der Energiewende ist TikTok sehr wertvoll, weil wir ganz neue Zielgruppen erreichen können, zu denen wir vorher überhaupt keinen Zugriff hatten. Dass wir die erreichen, sieht man bei mir an den Kommentaren. Nochmal zusammenfassend zur Studie. Die Aktionen, die am häufigsten vorkamen, waren Vorwürfe, Erklärungen und Kompetenzabsprechen.
Die Personengruppen, die am häufigsten angesprochen wurden, war Expertise, Forschungsintegrität und meine politische Meinung. Und der Inhalt war maßgeblich das allgemeine Thema, der größere Kontext und die politischen Dimensionen. Ich finde, TikTok gibt uns eine großartige Möglichkeit, mehr in die Interaktion zu kommen mit BürgerInnen und auch einen Diskurs zwischen GegnerInnen und BefürworterInnen der Energiewende zu schaffen. Und ich würde gerne noch mit ein paar positiven Kommentaren abschließen, auch Zitate von meinem Kanal. Also es gibt nicht nur negative, sondern ganz oft gleicht eins dieser positiven Kommentare auch 100 negative aus. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich und werde das auf jeden Fall weitermachen. Trotzdem ist es interessant, wo der Hass herkommt. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, selbst die Person, die mir einen Hasskommentar schreibt, die hat sich ja trotzdem 1,5 Minuten lang wissenschaftlichen Content zur Energiewende angeguckt. Und das ist auch was wert. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit.